Was bedeutet Spiritualität? Spirit, der Geist. Spiritualität, eine geistige Prägung und Haltung im Leben. Sich auszurichten auf einen Weg, der immer eine geistige Übung beinhaltet. Ohne die wäre es keine. Es gibt keine Möglichkeit, spirituell zu leben, nur vom Konzept her, vom Studium und vom Durchdenken von noch so schönen, in allen religiösen Traditionen vorhandenen Überlegungen und Anrufungen und Ritualen und Zeremonien und so weiter. Die ganz persönliche, eigene Lebenspraxis ist eine Grundvoraussetzung für alles, was wir als einen spirituellen Weg, ein spirituelles Leben anschauen können. Dazu gehört Hingabe, sich hinzugeben, einen solchen Weg. Und dazu auch ein gewisses Maß an Demut. Ich habe lange gebraucht und bin immer noch dabei, das zu üben, weil es natürlich was Schönes ist, als Moderator oder Leiter einer Gruppe oder Präsident einer buddhistischen Dachverbandes, wie ich es auch einmal war, bei der DBU und Ähnliches, oder Dharmacharya und wie alle die schönen Titel und Dinge heißen, sich sehr gut zu fühlen, weil man ja eine Botschaft weitergibt und das möglichst überzeugend und eloquent. Und dabei vergisst, und das gilt aber für uns alle, ich schließe mich da sehr bewusst ein, dass diese Hingabe an die Sache, diese wirklich tiefe vom Herzen, aus dem Herzen kommende Motivation, diese Sehnsucht nach Freiheit, nach Befreiung, und es ist möglich, das zu gehen, bei allen Rückschlägen, die jeder von uns erfahren mag und die ich kenne. Also immer wieder aus einer rechten Motivation heraus zu handeln. Ohne Tun, ohne Handeln ist kein spiritueller Weg möglich. Wir können nicht aus einer reinen Konsumentenhaltung heraus, also immer nur zuhören und nicken, das ist alles richtig, was der sagt, können wir einen solchen Weg nicht gehen. Unser eigenes Engagement, unser eigenes Tun im Alltag, für was auch immer, wofür wir uns auch immer entscheiden, und das auf die rechte Weise zu tun, mit einer guten Motivation, nicht so sehr, wie erfolgreich wir dabei sind, sondern aus welcher Haltung heraus wir das machen und wir da dran gehen und dass die Freude damit verbunden ist und die innere Begeisterung dabei da ist. Ganz gleich, was wir tun, das ist nicht wichtig, nicht so entscheidend, wie auf welche Weise wir etwas tun. Und dann wird es ein spiritueller und meditativer Weg, der durch den ganzen Tag führt, bis auf die Situation, wo wir uns vergessen, wo wir die Achtsamkeit verlieren und wieder im alten Trott drinstecken, mit unseren süffisanten Bemerkungen, mit geistreichen kleinen Rundumschlägen, mit alten Gewohnheitsenergien, die dann auftauchen, mit Dingen, die in unseren Zellen und Genen übertragen wurden, oft von unseren Vorfahren, die wir dafür nicht verantwortlich machen können, aber die in uns sind und lebendig sind, wo Dinge wieder auftauchen und nach oben geraten, die wenig mit einem spirituellen Weg zu tun haben. Es ist also immer wieder unsere eigene Kraft und Übung und das eigene Bemühen, immer wieder neu, diese Ebene des Alltags, diese Realität, diese Dimension des alltäglichen Lebens davon durchdringen zu lassen. Und es wird uns umso besser gelingen, als wir auch die zweite Dimension dieser gleichen Wirklichkeit ein wenig kennenlernen. Die transzendente Dimension, jenen Bereich, wo das Ich und Du und das Kommen und Gehen und das Haben und Nichthaben und das Sein und Nichtsein keine Rolle mehr spielt. Wie Thay so schön sagt eben, wo die Welle entdeckt, dass sie auch Wasser des Ozeans ist und damit ein völlig neues Fundament ihrer eigenen Existenz. Erfährt. Das kann man nicht erdenken, das kann man nur erfahren. Das eigentliche Unglück auf dieser Welt besteht ja nicht nur oder vor allem nicht so sehr, so entsetzlich das alles ist, in Kriegen, den Kleinen, von der Familie bis zu den Großen, im Irak oder Afghanistan oder im Terrorkrieg in London oder wo auch immer, und Hunger
obwohl Millionen und Abermillionen hungern, vor allem Kinder, besonders davon betroffen sind, weil sie nicht wissen, was ihnen geschieht. Und Trennung, innere Trennung und äußere. Das eigentliche Unglück besteht darin, aus dem Unvermögen, aus dem Nichtwissen, bei sich selbst zu bleiben, die eigene wahre Natur zu entdecken, in sich hineinzufühlen und seiner Intuition, seinem wahren Wesen zu folgen. Solange uns das nicht gelingt, wird dieses Unglück und dieses Leiden keine Veränderung finden. Und nachdem Veränderung, wie wir langsam wissen, nicht von oben nach unten verordnet werden kann, weder durch ein Staatssystem noch durch noch so große Männer in Politik und Wirtschaft und auch nicht von den religiösen Führern verordnet werden kann, wo es genauso menschelt, sondern nur die Änderung durch uns selbst, durch unser Verhalten, durch unsere Motivation, durch das zu erkennen, was in uns ist, eintritt. Und wenn jeder bei sich selbst bleibt und nicht mit dem Finger auf den anderen zeigt, wenn jeder das Unglück in dieser Welt in sich selber entdeckt und das Mitgefühl spürt, mit so viel Schreien und so viel Leiden und so viel Verzweiflung und auch die Wut sieht und die Aggression und was sie bewirkt und den Ärger und den Zorn und die Tränen und es nicht anderen zuschreibt, sondern seinen Anteil daran anerkennt. Auch ich bin ein Teil davon und auch in mir sind all diese Geistesfaktoren enthalten, manchmal unterdrückt, manchmal verschönert und das, was wir tun, damit vertuschen wir es und schmieren alles zu, sondern unseren Anteil daran erkennen und sich im Anderen wiedererkennt. Ich erkenne mich so oft im Anderen wieder, wenn er mich spiegelt. Und dann haben wir eine Chance, dieses neue Jahrhundert oder Jahrtausend, wie ihr wollt, zu ändern. Und es geht und wir können es. Darum sind wir beieinander. Gebt's nicht auf. Sagt, es hat eh alles keinen Zweck. Ja, nicht. Es hat Zweck. Und es hat seinen Sinn. Jeder von uns trägt dazu bei. Und es werden immer mehr, auch wenn wir es oft nicht so genau sehen. Das ganze neue Zeitabschnitt wird nicht an den Kriegen und Hungersnöten, auch nicht an der Umweltzerstörung zugrunde gehen, der blaue Planet, sondern der inneren Haltung von uns. Und unserem Bewusstsein, das kann den Homo sapiens kaputt machen. Und diese Form des Lebens, Mensch sein, vernichten. Und wenn nicht unser Bewusstsein sich allmählich, so schwer es oft ist, verändert, nämlich unser Denken, da fängt es an, unser Reden und unser Tun, wenn sich das nicht verändert, dann haben wir verloren. Dann hilft nichts mehr. Alle äußeren Bedingungen ist etwas anderes. Die sind verändert. Aber wenn unser Bewusstsein nicht mit, wenn wir weiter hinten nachhinken, mit Nichtwissen, mit Begrenzungen, mit Einschränkungen, bis hin zu Fanatismen und Rechthaberei und Intoleranz, dann schaffen wir es nicht. Und nachdem diese Veränderung, den spirituellen Weg zu gehen, jeder für sich entscheiden und auch ausüben muss, es geht nicht anders, keiner kann ihm das abnehmen, hängt es von uns ab. Wir dürfen uns nicht beirren lassen. Durch noch so viel Unvernunft, noch so viel Gier und Neid und Geiz und just for fun living. Nicht davon beirren lassen. Und auch nicht hoffen, dass irgendwelche großen Zampanos die Veränderung herbeiführen können. Keiner kann das. Weder eine neue Regierung, noch eine neue Wirtschaftsstruktur, noch neue Hilfen für den Kontinent, der am meisten leidet, nämlich Afrika. Weil das reicht nicht. Wir. Und solange wir alles denken, unter Kontrolle haben zu müssen und Sicherheit so ganz groß geschrieben wird, dass ich meine Sicherheit habe, wenn wir das nach vorne halten, weiterhin wie eine Fahne, dann werden wir nichts verändern. Wir sichern uns gegen andere ab. Wir bilden oft Koalitionen, das sieht man schon im kleinen Kreis, bis hin zur Familie gegen andere Koalitionen. Dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn ist noch nicht verschwunden. Immer noch großen und klein karierten. Und dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst setzt voraus, dass man sich selber liebt und versteht. Denn Verstehen ist die Voraussetzung für Lieben. Und es ist bei mir selber nicht der Fall,
weil meine innere Rumpelkammer das nicht zulässt, dann werden wir das auch anderen gegenüber nicht schaffen. Und dann bleibt es beim Alten. Und das nutzt dann nicht, dass wir es dadurch ändern, dass wir uns beherrschen, dass wir uns zusammenreißen, wie es so schön oft gesagt wird, uns überwinden. Das genügt nicht, weil dann die Gewohnheitsenergien stärker werden. Es funktioniert nicht durch energisches Handeln und Konzepte und nicht durch irgendwelche Logik und Gebote gar oder Vorschriften. Spiritualität ist etwas, was aus dem Augenblick heraus entsteht, im Hier und Jetzt. Spiritualität muss immer im Hier und Jetzt sein. In dem Moment, wo wir Begegnung mit unserem Leben haben, wann sonst? Verweilen in Achtsamkeit, Zuwendung zu unserem Innersten. Und es ist ja da, in Vollendung. Das muss nicht erst reifen. Es ist gereift und Erleuchtung ist in jedem von uns. Aber wo ist die Verbindung dahin, die wir selber schaffen zu uns? Ich bin angekommen, ich bin zu Hause, so leicht gesagt. Wer ist denn wirklich mal zu Hause und hat diesen Bereich entdeckt? Nicht nur als gemütliches Nest, sondern in einer unendlichen Weite und Freiheit, die einen zunächst frösteln lässt und die einen dann wärmt und Licht bringt. Uns sollte klar werden, dass wir eine ungeheure Kraft in uns haben, indem wir uns nicht nur auf die willentliche Anstrengung, Willenstendenz, Sanskara, verlassen. Ich will das, ist gut, ist nützlich. Nicht darauf verlassen, sondern auch in einem tiefen Vertrauen, Shraddha, tiefes Vertrauen loslassen können, dass wir unbedingt etwas erreichen müssen, das geändert werden muss. Und diese Gratwanderung, wir wissen, dass wir uns transformieren, dass wir uns ändern müssen. Aber wir dürfen es nicht mit Gewalt versuchen und uns da unter Druck setzen, sondern Vertrauen haben in das, was in uns ist, Bodhicitta. Vertrauen darin haben an dieses Potenzial der Befreiung, das jeder unverlierbar in sich hat. Und sich darauf auch mal einlassen und verlassen können. Also nicht aus dem verstandesmäßigen Willen heraus, aus der Logik heraus, aus dem Ratio, sondern aus der Intuition, vom Herzen her. Und das zu spüren, Herz gleich Geist, Chitta. Das zu spüren, dass wir von daher die Dinge anschauen und von da heraus handeln können und reden. Das ist ein spiritueller Weg. Und ich will damit nicht sagen, dass die Logik nicht wichtig wäre und unser rationales Denken. Aber dieser Verstand hat eben seine Grenzen. Und er kann nur dual denken und er kann nicht das Herz vermitteln. Ich meine, wir wissen inzwischen, wie stark die Verbindung zwischen Herz und Hirn ist, auch in Bezug auf Transmitter und Neuro, wie heißen die Dinger? Wir haben uns letztens erst drüber unterhalten. Diese Verbindungen zwischen Hirn und Herz. Ja, aber Neurotransmitter sind es. Ja. Wie das eine das andere beeinflusst. Aber was wir bei unserer Übung brauchen, ist aus dem Herzen heraus, aus der Intuition heraus, zu spüren, mit dem Herzen sehen, mit dem Herzen verstehen. Und dann haben wir unsere wahre Heimat gefunden. Dann erst. Da sind wir ganz bei unserem Ursprung. Dann haben wir die spirituelle, die geistige Quelle des Lebens entdeckt, aus der heraus wir leben können. Sie ist da. Und was machen wir? Im trüben Tümpel rumwarten. In den Sümpfen des Begehrens und der Ängste. Immer wieder. Wir spüren eine Kraft in uns, wenn wir uns genau anschauen, die für uns, für das Leben da ist, sogar das Leben selbst. Und dann fangen wir an, weniger Angst zu haben, ein bisschen weniger vor dem Leben oder vor dem Nichtleben. Und dann zwingen wir auch keine Entscheidungen mehr so sehr herbei und geben uns nicht mehr der Illusion so hin, wir würden unser Leben tatsächlich selber bestimmen. Das habe ich lange geglaubt. Ich weiß, was ich will und ich bestimme mein Leben. Und ich richte mich aus und ich habe Erfolg und ich gehe den Weg und ich werde das und das erreichen. Welch ein Fehler. Weil wir dann unsere eigentliche Natur völlig zudecken, nicht entdecken, wer wir sind und was wir gerade tun. Spiritueller Weg. Der Verstand diktiert uns den Weg, der so aus seiner Sicht die richtige Lösung produziert. Und je mehr wir Bildung haben und gescheit sind und logisch denken können und klar sind in unseren Konzepten,
Und so überzeugter sind wir davon, dass das schon das Richtige ist. Aber er kennt den Weg nicht, weil er halt nur einen ganz kleinen Ausschnitt, der Verstand, unseres Lebens sieht und erkennt. Nicht das Ganze, das kann er nicht. Dazu ist er gar nicht in der Lage. Das wissen wir heute. Die Intuition aber, die führt uns nicht in die Irre, wenn wir genau hinschauen. Wir müssen sie nur entdecken. In jedem von uns. Ein unverlierbares Potenzial. Und es ist kostbarer als alles, was wir sonst noch besitzen. An Macht, an Einfluss, an Besitz oder was auch immer. Und an lieben Menschen, die um uns herum sind. Bodhicitta, das Potenzial der Befreiung, der Erleuchtung. Das ist es. Unverlierbar. Aber wir besitzen es nicht wirklich so in dem Wortsinn, sondern es wohnt einfach in uns. Es ist da, Teil von uns, möchte uns durchdringen, will zum Vorschein kommen, freigesetzt werden und sich verwirklichen, sich realisieren. Durch uns durchdringen, durch unsere Augen, durch unser Lächeln, durch unsere Rede, durch unsere Handlung. Es will es. Und da liegt die Lebensaufgabe. Alles andere ist oft verlorene Zeit und ein Holzweg, eine Sackgasse, meistens. Und erst dann, wenn Krankheit und Altern und Sterben kommt, was jeder von uns erfahren wird, jeder, wisst, dann wird es deutlich. Dann erst oft, leider. Nicht zu spät, aber spät genug. Und das ist, wenn wir dabei bleiben, keine Zeit haben, in Sachzwängen leben, zu viel tun und arbeiten müssen, Flucht vor uns selber. Erfolg haben müssen, uns beweisen müssen. Ich habe einen dicken Band bekommen von einem Freund von mir, der jetzt zurückgetreten ist von einem wichtigen politischen Amt, mit Bundesverdienstkreuz erster Klasse verabschiedet wurde, mit einer großen Amtskette. Und er hatte nichts anderes zu tun, du weißt, wen ich meine, Bisaka, als sich selber ständig zu beweisen, auch seinem Vater gegenüber. Ich bin besser wie du. Ich kann's. Du hast mich als Trottel bezeichnet. Du hast mich niedergeknüppelt, als ich jung war. Du taugst nichts und du wirst nichts. Und jetzt beweise ich dir's. Aber was ist diesem Mann mit 65 Jahren, als er jetzt aus dem Amt schied, ist er doch geblieben. Ein guter Freund. Und das Gleiche frage ich mich manchmal auch. Flucht vor sich selber. Und wenn wir dann so leben, wie wir glauben, dass es gut wäre, kann man sich ständig liebevoll bestätigen lassen von so vielen Menschen. Auch von der eigenen Familie oft und so. Man fühlt sich dann anerkannt, geliebt und verstanden. Aber man hat sich dabei selber betrogen und sich immer nur wieder eine neue Bestätigung geholt. Bis hin zur Flucht in die Krankheit, um die Zuwendung zu kriegen, die uns vielleicht nicht ganz ausreichend ist im Moment. Denkt drüber nach. Und diejenigen von uns, die sich ziemlich matt und ausgebrannt fühlen, muss noch kein Burnout-Syndrom sein, aber die sich ziemlich kaputt fühlen und jeden Tag überwinden müssen. Ich kenne welche, die stecken ihren Kopf unter die Bettdecke und wollen nicht raus. Die sagen, ich habe einen Tag vor mir, den möchte ich nicht erleben wollen. Ich kenne einige, die angespannt sind oft und kraftlos, sind ihrem Wesen manchmal am nächsten, wenn sie nur den Mut hätten hinzuschauen, diese Gefühle anzusehen, auf sie hören, sich von dem kleinlichen Besitzdenken lösen, uns nicht selber dauernd betrügen, dass wir auf die Meinung von anderen Rücksicht nehmen müssen, damit wir richtig dastehen. Und das Loslassen des ständigen Wollens und Müssen und das Zulassen der inneren Kraft in uns, die für uns und nicht gegen uns arbeitet, darauf können wir uns verlassen, die uns dienen und nicht ablenken will, diese Kraft, die viel mehr weiß als wir, die Vollendung in sich hat, und der wir folgen können, wenn wir Vertrauen haben, dass sie uns zum Ziel führt. Ziel in Anführungszeichen, zur Befreiung. Sich darauf einzulassen, das ist Spiritualität. Nicht mehr wollen müssen. Seine Wünsche als wichtige Gedanken anzusehen, als Teil von sich selbst und dann loszulassen. Oft so gut wir können in dem Wissen, dass alles zu unserem Besten geschieht, wenn wir es zulassen. Auch das, was wir zunächst nicht verstehen und was uns ganz schön beutelt. Und dieser Leidensdruck kann wichtig sein. Und das wäre dann Befreiung in uns selbst, von unserem aufgesetzten Ego,
von unseren vermeintlichen Notwendigkeiten, von den scheinbaren Zwängen, in denen wir stehen, die wir so gern vorschieben, um ja nichts ändern zu müssen, in welchen Zwängen wir sind, und es geht ja gar nicht anders. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den Dreh, indem wir ganz bei uns selber sind, unseren Weg, der kein Weg ist, sondern durch unsere Schritte erst entsteht, gehen. Ich stehe weiterhin zu meinem Buchtitel, kein Weg, nur Schritte. Und das Erfolg braucht da eine gewisse Disziplin, eine gewisse Konzentration und Achtsamkeit. Smriti, Sati, indem wir jeden Tag so angehen. Den Verstand an seine wahre Aufgabe erinnern, uns ganz im Moment zu lassen und präsent zu sein, nur das zu tun, was wir jetzt tun. Jetzt. Und nicht immer im Voraus denken, oft in Fantasien und Plänen und Sorgen und Wünschen und nicht an Vergangenes ständig zu bedenken, sondern hier und jetzt zu bleiben. Und dazu kann ich meinen Ratio auch erziehen, immer mehr, immer besser, damit er endlich seine blöden Kassetten nach hinten und nach vorne abstellt, vorübergehend. Das schließt eine vernünftige Planung nicht aus. Das schließt auch nicht aus, dass wir Erinnerungen und Erfahrungen mit einbringen, weil diese Vergangenheit ja in das Jetzt integriert ist. Ich will jetzt keine Zeitbetrachtung machen, dass es gar keine Vergangenheit und Zukunft gibt, sondern nur Gegenwart. Das wäre jetzt eine Betrachtung für sich selber. Und dass das, was jetzt geschieht, zugleich die Zukunft gestaltet. Jeder Gedanke, jedes Wort und jede Handlung ist schon die Zukunft bestimmend, weil es ein Ergebnis sein wird dessen, was im nächsten Moment oder am nächsten Tag geschieht. Unseren Ratio bitten, trainieren, im Hier und Jetzt zu bleiben, achtsam zu sein. Im Augenblick liegt auch der Grundstein für die Zukunft. Der ist da, in dem Moment, jetzt. Die Vergangenheit sollte uns nicht behindern. Wer ständig Reue und Selbstvorwürfe und negative Erinnerungen und versäumte Gelegenheiten in sich hin und her schleppt, blockiert sich selber. Es war, ich gehe weiter, weitergehen. Nicht stehen bleiben, nicht zurückschauen dauernd. Es ist schade, dass Menschen manchmal nur noch von der Vergangenheit leben, weil sie leben dann nicht wirklich. Sie sind längst tot und tun so, als ob sie leben. Das ist schade. Hat Camus sehr schön ausgedrückt, nicht? Albert Camus. In einer Novelle, die lebendigen Toten, die nicht mehr da sind, sondern irgendwo anders leben ständig. In ihren Vision, in ihren Vorstellungen, in ihren Wünschen, in ihrer Vergangenheit. Ganz im Augenblick zu leben, das höchste Ziel, was wir haben können. Da liegt das wahre Leben. Da ist alles enthalten, was wir brauchen. Nicht mehr, nicht weniger. Der Augenblick ist alles, was wir haben. Es ist die einzige Zeit. Und ich sage das jetzt nicht nur wegen dem Tolle, aber er hat auch recht in vielen Bereichen, wer ihn gelesen hat, dieses Jetzt. Nein, ich denke jetzt an viele Reden von Buddha. Die einzige Zeitspanne in unserem Leben, die wir wirklich selbst beeinflussen können, wo Transformation möglich ist, nur jetzt. Und dann darin intensiv zu verweilen, Teil der Meditation, im Hier und Jetzt zu bleiben, durch Konzentration, durch unsere geistige Kraft, da sein. Intensiv zu verweilen, das Leben in uns zu empfinden. Das ist es. Und Spiritualität ist das Wissen auch darum, das dürfen wir nicht vergessen, dass alles einen tiefen Sinn hat, was uns begegnet. Es gibt keine Zufälle, die uns zufallen. Es hat seinen Sinn. Frage, ob wir es erkennen. Wir interpretieren es natürlich oft falsch, aber es macht ja nichts. Irgendwann kommen wir vielleicht drauf, dass es seinen Sinn hat. Es ist nichts Zufälliges. Und wenn wir dann loslassen, uns dem Leben anvertrauen können, in unserem Vertrauen bestimmen wir selbst, wie weit wir uns anvertrauen, wie weit wir gehen wollen, und Grenzen setzen wir uns immer nur selber. Diese offene Weite und diese riesige Möglichkeit, Grenzen zu überschreiten, ist da. Aber wir begrenzen uns natürlich selber. Und das müssen wir selbst entscheiden. Wie weit können wir uns darauf einlassen? Es hat auch nichts unmittelbar mit Religion zu tun, diese Spiritualität, obwohl das oft miteinander verwechselt wird.
Im Fall vieler Religionen ist, dass sie sich selbst für den einzig wahren Glauben halten. Nicht erkennen, dass sie eigentlich nur Sichtfenster sein dürfen. Nur eine Hilfestellung, nichts Absolutes, wo jeder seine eigene Spiritualität und seinen Weg finden sollte. Dass sie ihm Hinweise geben, Hilfe bieten, ihn befreien, ihn öffnen. Und jeder Dogmatismus einer Religion bis hin zum Fanatismus und jede Einschränkung und jeder Glaubenssatz und jedes offenbarte Bestimmtwerden des anderen, mit viel Ängsten und so verbunden, ist ein schreckliches Gift. Ein schreckliches Gift. Und ich freue mich, dass so in so vielen Religionen, da steht die christliche an erster Stelle, es immer neue, klare Versuche gibt, das aufzubrechen endlich. Aber wie schwer das ist, sehen wir einfach an den starren, festen Strukturen, die wir da vorfinden. Und die sich natürlich noch mehr verdichten, wenn wir die Entwicklung sehen einer sehr hochstehenden Wüstenreligion, genannter Islam, was aus ihm geworden ist oft. Von dem, was wohl ein streitbarer Mohammed, aber auch bei genauem Studium des Korans nicht nur grausamer angeboten seinen Anhängern. Es ist keine Hilfestellung, es ist kein nicht nur Sichtfenster, wenn es gekoppelt wird mit Macht, mit Einfluss, mit Missionsgedanken, mit Durchsetzen einer einzig wahren religiösen Haltung. Das hat mit Spiritualität absolut nichts zu tun. Und deshalb sieht sich auch der Buddhismus immer nur als Instrument, nicht als eine Religion im westlichen Sinn, sondern als eine Hilfestellung für das Leben jedes Einzelnen. Buddha wollte nur eins, die Möglichkeiten anbieten, viele Instrumente für Menschen, egal in welcher Zeit sie gelebt leben und in welcher Kultur, Möglichkeiten zu finden, durch eigenes Bemühen, diesen Freiheitsraum, den er kannte, diese Freiheit, diese vollendete Menschlichkeit zu erreichen und dieses Glück. Aber auch da finden wir natürlich inzwischen Begrenzung, Einschränkung, Kasteldenken und auch der innerbuddhistische Dialog wird noch manche Schwierigkeiten mit sich bringen, weil wir Menschen sind. Aber ich kenne keine Lehre, wie die des Buddha Dharma, das so viel Mystik auch in sich enthält, dass so selbstverständlich die spirituelle Dimension, die transzendente Dimension dieser in die Alltagswirklichkeit reinbringt. Ein Satz wie das Himmelreich oder Nirvana ist hier und jetzt oder gar nicht, ist gewaltig. Es ist kein Verweis auf irgendwann und bei irgendeiner anderen Seinsform oder nach dem Tode oder an irgendeinem anderen Ort oder was zu erreichen wäre, sondern es ist eine klare Antwort, nein, es ist da und zwar jetzt. Und muss nicht erworben werden, sondern freigesetzt werden. Und es ist ein so fundamentaler Unterschied zu Religionen, die mit Ängsten und mit Hoffnungen arbeiten und auf etwas anderes hinweisen, seien es Paradiese, Himmel, Höllen, was auch immer. Das gibt es alles hier nicht. Und das ist für mich der Kernpunkt. Diese Mystik, diese transzendente Dimension im Hier und Jetzt und jederzeit in dieser Wirklichkeit und es gibt keine andere zu erreichen, zu erfahren und damit die innerste Natur von uns selbst als die Kraft zu entdecken, die uns unabhängig macht von allen anderen Situationen, von Menschen, von Umständen, von Bedingungen. Das gibt es nirgends sonst, ich habe es nirgends entdeckt. In keinem anderen Angebot, das sich Menschen erdacht haben, was Menschen gelehrt haben. Wir haben es in vielen Ansätzen, können wir es entdecken, auch in Naturreligionen, bei den Indianern, bei den Tibetern, bei vielen Naturreligionen auch. Aber so klar und so eindeutig und so unzweifelhaft, selbst prüfbar, selbst nachvollziehbar, nichts annehmen zu müssen, sondern es auszuprobieren, das gibt es sonst nirgends als in der Botschaft des Buddha. Und deshalb ist es ein wirklicher spiritueller Weg für jeden von uns. Dieses Verweilen im Hier und Jetzt und da alles entdecken. Keine Bewertung, kein Konzept, keine Ansichten. Nur erleben im Augenblick. Nur da sein, wo wir gerade sind.
in, wie unser Lehrer gesagt hat, ich meine den in der Mitte hier, in heiterer Gelassenheit, es zulassen, sich öffnen. Eine unglaubliche Freiheit, die daraus entsteht, eine Befreiung aus unserem selbstgemachten Gefängnis, in dem natürlich auch unsere Vorfahren sitzen, in jedem Gen, in jeder Zelle, die auch Gefangene waren. Zum einen, wir müssten uns in allem behaupten, um nicht unterzugehen. Wir gehen unter, weil wir glauben, alles im Leben hängt von unserem Willen ab, von unserem Verstand. Drum gehen wir oft unter. Kein Moment im Leben ist überflüssig. Ich weiß heute, wenn ich zurückschaue, und ich mache das gerade in 7-Jahres-Schritten wieder angeregt durch ein neues Büchlein, das ich mir angeschaut habe, das mehr von der Anthroposophie her gestaltet ist, aber das vieles meiner eigenen Erfahrungen widerspiegelt, bin ich gerade dabei, dieses Leben selber anzuschauen. Und das darf man, wenn man über 70 ist, diese 7er-Schritte mal angucken und sehen, wie nach allen 7-Jahres-Zyklen grundlegende Veränderungen eintreten. Und wer sein Leben einmal ganz ruhig und still anschaut, was war's denn, wie war's denn? Das ist dann eine vernünftige Art und Weise, sich nochmal mit der Vergangenheit einmal zu beschäftigen. Der kann vielleicht Ähnliches feststellen wie ich, was mich dahin geführt hat, wo ich jetzt stehe. Und dass ich dankbar sein darf, dass ich dieses Leben so leben durfte und darf. Mit all dem, was ich dabei an durchaus Leidhaften selber erfahren habe in der Kindheit. Bis heute. Das ist etwas Schönes. Und drum steht das Leben da und es will ganz konkret von uns verwirklicht werden, gelebt werden. Aber wir lassen es nicht rein und wir hören nicht darauf, was es uns sagt. Weil wir auch nicht den Mut haben, für uns selber einzustehen. Und dann verkümmern wir innerlich. Wir stumpfen ab und sehnen uns nach einem besseren Leben. Es gibt kein besseres, außer dem, das wir haben. Und wir können ihm den Glanz geben, dass wir uns darauf einlassen. Auch auf schwere Situationen, die es uns anbietet. Naja, und da endet dann die willentliche Anstrengung. Es muss so und so sein. Das ist ein wegloser Weg, den wir nur für uns gehen können. Und jeder Ratschlag, wohin wir gehen sollen, kann nur oft in die Irre führen. Wir brauchen keinen Meister mehr, wenn wir uns darauf einlassen, der uns einen Weg zeigt, sondern wir brauchen Wegbegleiter, mit denen wir uns austauschen können, die uns mit uns ein Stück gehen, die nicht auf dem Podium sitzen und ex cathedra reden, sondern die eine Radeltour machen mit uns, zum Beispiel. Das brauchen wir. Und dann ist die Sangha eine wirkliche spirituelle Familie. Und ich werde sehr ausführlich darüber noch einmal, das heißt so sehr ausführlich, jetzt aber ausführlicher, zu diesem einen Punkt, drittes Juwel, am Montagabend sprechen, wenn ich bei euch in München bin. Wir brauchen uns nicht zu wundern, wenn wir manchmal ganz woanders landen, als wir gedacht haben. Wir haben halt nur gedacht und nicht gewusst, was wir leben. Denn wir dürfen ja nur erleben, wenn wir es zulassen. Erleben. Es ist ein wunderbares Gefühl, nicht mehr wissen zu müssen, sondern sich selbst zu erleben, wie aus einem selbst heraus die Dinge geschehen. Schritt zurück, anschauen. Was geschieht da? Sich zurücknehmen, nicht immer besser wissen müssen, sondern annehmen. Gelassen, gleichmütig, Gleichmut. Eine unglaubliche Bereicherung, das eigentliche Lebensgeschenk. Und das führt uns dann zu dem, ich bin angekommen, ich bin zu Hause. Dann geschieht's. Und dann entsteht Tun im Nicht-Tun, wie die Zen-Leute sagen. Das wird das Tun, was nicht mehr mit Absicht und Power dahinter geschieht, sondern es geschieht einfach von dem Herzen her. Aus sich heraus. Das Richtige passiert dann schon. Das, was uns gerade geschehen soll. Dann brauchen wir auch nicht mehr die Lösungen dauernd suchen. Sie stellen sich ein. Dann brauchen wir auch nicht mehr das richtige Wort zu suchen. Das spüre ich manchmal, wenn ich was schreiben soll. Entweder es läuft oder es läuft nicht. Dann braucht man das Wort nicht mehr zu suchen. Und das angemessene Verhalten suchen, die richtige Sicht der Dinge, den notwendigen Fleiß. Wir haben dann Zuversicht, dass wir das Richtige tun. Und wir spüren das. Der ganze Alltag wird bestimmt als ein spiritueller Weg, der unseren Alltag mit den 5 Übungen, die wir vorhin gehört haben, durchdrängen, drängen kann, aber zugleich mit dieser Wirklichkeitsebene, die wir die Transzendente nennen, wo das alles nicht mehr gilt, was aber in uns angelegt ist. Das ist das, wenn das Herz mit und die Intuition
und das Vertrauen darin. Und wenn das alles zusammenläuft, dann haben wir die Antwort, was bedeutet uns Spiritualität. Ihr seht also, es ist nichts Aufgesetztes, es ist auch nichts Abstraktes, es ist nichts Theoretisches, Konzeptionelles, sondern es ist unser Leben, hier und jetzt, unser Vertrauen, unser sich einlassen können und nicht mehr so viel wollen und so viel müssen und so viel erreichen, in dieses Leben reinstopfen, anstelle dem Leben die Chance zu geben, das zu öffnen, was in uns da ist. Und ich habe ganz fest vor, mich darauf einzulassen auch und wünsche mir, dass es viele von euch auch tun. Ich weiß heute manches, was ich wirklich, dem ich nachgehen werde, weil ich spüre, das ist es. Das ist es in mir. Das sind dann keine Wünsche und Konzepte mehr, sondern einfach ein Stück des Lebens, das die Erfüllung bringt für die Zeit, die mir bleibt. Und dabei fühle ich mich sehr frisch und sehr von einer inneren Dynamik, die sozusagen einen immer auf einem geistigen Weg begleitet. Weil die Motivation stimmt, weil das die Intuition stimmt. Und dann kann kommen, was mag. Vielen Dank.